Hallo und herzlich willkommen hier bei Grolup und Gerst. Es ist mal wieder anders. Uschollzeit. Es gibt noch so eine Sache, über die ich mit dir sprechen möchte. Es geht so ein bisschen einher mit Günter Kirschkes Frage. Wie schätzt Anders Uschol die Verwendung von Telekonvertern ein? Sigma und Hamron bieten insbesondere auf ihre 150-600 optimierte Konverter mit 1.4 und 2.0 an. Mhm. Abbildungsleistung, fragt er. Kann man die Konverter auch mit anderen Sachen kombinieren? Aktive Konverter, gibt es aktive Konverter? Da fällt mir was zu ein, aber da muss ich echt nochmal nachfragen. Ja. Jetzt aktiver Konverter. Ja, ich verstehe schon, was er meint. Ja. Wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen mit einer Steuerung noch drin. Ja, einer, den man auf verschiedene Austrittspupillen und so weiter anpassen kann, auf verschiedene Objektivkonstruktionen und so weiter. Sehr interessant. Gibt es sowas? Also wer hat sowas? Nee, ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Und ich halte das für, wenn man sowas baut, würde es nicht haben wollen, weil das nicht bezahlen möchte. Okay, das ist wieder so eine Scheich von Dubai-Konstruktion für Zeiss, Planar, 4 Millionen, so. Okay, alles klar. 5,6, 1600, habe ich gesehen. Hast du es gesehen? So ein Durchmesser gab es, glaube ich, 3 Stück. 1600? Ich glaube, es waren 5,6, 1600 oder sogar ein 4,0, 1600. War ein Leica. Es gab auch eins, also ich habe eins von Leica gesehen. Ja, ich glaube auch, dass es... Nee, da ist es. Da hier, ne? Ja. Nee, das war dieses 5,6, ne? Das war... Okay. Also irgendwie, es sind 3 Stück gebaut worden und so. Und die Kamera, die da hinten drauf war, das meine ich, war damals eine R9. Die wurde mit dazu geschenkt. Und das Spannende ist, soweit ich mich erinnere, das ist schon eine Zeit lang her, ich meine, das war schon sehr beeindruckend, ist dieses Objektiv fest auf ein Mercedes G, also damals ein Geländewagen, montiert worden. Also der Wagen war dann auch mit dabei. Aber der war nicht von Leica mit dabei. Der war nicht von Leica mit dabei. Nee, aber also die Kamera wurde mir damals gesagt, die wurde dann als Anerkennung mit dazugegeben. Zu einem Scheich, der irgendwelche seine Raubvögel damit fotografieren wollte, glaube ich. Oder also so. Ich wusste, dass es in den arabischen Bereich ging. Genau, den Namen habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Ey, abgefahren, oder? Ja. Also, aber das müsste man immer noch manuell fokussieren, glaube ich. Also. Ja, den Autofokusmotor zu bauen. Ja, braucht dann wieder eine G-Klasse, ne? Als Stromversorgung. Ja. Okay, jetzt habe ich da noch eine zusätzliche Frage, und zwar ist es das kleine Teil. Das ist ein Speed Booster. Focal Reducer nennt man die auch. Ja. Speed Booster ist ja der Metabones-Name, glaube ich. Focal Reducer? Fokalredukteur. Das finde ich gut, weil es zumindest zum Teil das trifft, was er macht. Also ja, also es ist... Der neutrale Begriff ist Focal Reducer und ich glaube von Metabones, das ist ja eine Firma, die produziert den Unternehmen Speed Booster. Ja. Das wäre jetzt zum Beispiel, wo jemand geschrieben hat, 0,71x. Ja. Aber das könnten wir gleich nochmal besprechen. Das ist eine Sache, die wir sehr, sehr, sehr lieben. Jetzt erstmal zu Telekonvertern. Also, okay. Ich erkläre jetzt mal einen Telekonverter. Ich mache das hier, da muss ich nicht so viel. Hinten haben wir leider vergessen, die Tafel zu putzen. Stimmt, ja. Hier. Also, ich erkläre mal den Telekonverter auf eine Methode, wie ich ihn noch nie erklärt habe. Vielleicht, aber das macht es vielleicht ganz, ganz praktisch. Ich habe hier die Kamera. Mhm. So. Mit Bajonett? Ja. Ich mache ganz klassisch. Und hier habe ich ein Objektiv. 200 mm. Ja, machen wir mal hier so ganz riesen Frontlinse, hier eine kleine Hinterlinse und es ist so. Und dieses Objektiv, das erzeugt hier hinten ein Bild. Und der Bildkreis, das hier ist der Sensor und der Bildkreis ist so groß. Wie der Sensor? Von da bis da. Ja, optimalerweise ein bisschen größer als der Sensor. Man will ja Reserven haben, weil gerade zum Bildkreisrand fällt das Ganze ja auf. Und diese Größe hier, ich mache das jetzt so, definiert ja im Endeffekt
wie hier der Bildausschnitt ist. Jetzt habe ich hier eine Person. So. Also Bildwinkel meinst du damit? Ja, also das ist jetzt diese Schere. Das ist also jetzt nicht das Strahlenbüschel, sondern das ist hier vorne der Eingangswinkel und der Ausgangswinkel. Das ist der Blickwinkel des Objektives und der Winkel hier ist einfach definiert, dass ich den Sensor genau habe. Was ich jetzt hier reinpacken kann, ist Folgendes. Ich gebe dem jetzt mal einen neuen Namen. Ich nehme jetzt hier ein Objekt, eine Linse, die, ich mache die mal symbolisch so. Du hast ja unglaublich fleißig gelernt, was Linsen sind. Okay. Das sind jetzt zwei Streulinsen und eine Sammellinse. Also okay. Von der Logik her streut diese Kombination, weil ich ja zwei Streulinsen habe, weiter auseinander. Und was sie jetzt macht, ich gebe dir einen neuen Namen. Ich nenne die Bildkreisdehner. Eigentlich ist es fast wie eine Lupe wahrscheinlich. Die zieht das hinten auseinander, oder? Nee, Lupe gar nicht. Lupe würde ja kleiner machen. Lupe macht ja was Großes klein, großes Abbild klein. Der macht eigentlich was anderes. Der macht was größer. Das heißt, der zieht jetzt im Endeffekt hier das auseinander. Das heißt, jetzt wird der Bildkreis so weit auseinandergedehnt. Das heißt, man jagt im Endeffekt das Bild doppelt so groß in die Kamera rein, bei einem Konverter, wie es eigentlich gebraucht wird, ja. Und macht sozusagen einen Crop in optischer Form. Ja. Und das sorgt dafür, dass hier vorne, dass nur noch der mittlere Bereich hier von dem gesamten Bild erfasst wird, hier. Das heißt, der Bereich hier ist natürlich weg. Dieser Bereich hier, das wäre das hier. Mhm. Und dieser Bereich hier, das wäre das hier. Und was übrig bleibt, ist das. Und schwuppdiwupp, das, was der Sensor jetzt noch erfasst, ist nur noch das hier in der Mitte. Und man sagt ja immer Brennweitenverlängerung. Brennweite wird nicht verlängert. Also es entspricht einer höheren Brennweite. Mhm. Und hier ist es okay, also auf das mit der Brennweite, da möchte ich mich gar nicht mehr so drauf einlassen. Sondern es ist im Endeffekt um diesen Faktor hier. Wenn es ein Zweifachkonverter ist, wird das doppelt so viel. Ist eigentlich ein Crop, oder? Das ist genau das Gleiche, als würdest du da hinten, also es ist genau das Gleiche, als würdest du statt der Vollformatkamera da hinten eine Micro Four Thirds hinsetzen. Und halt die Auflösung erhöhen, sozusagen wieder die Megapixelzahl, damit ich die gleiche Auflösung behalte. Ja, beziehungsweise es ist so, von der Pixelzahl her, ja, wobei es natürlich auch so ist, jetzt haben wir so ein paar Konsequenzen, die durch diesen Konverter erstmal entstehen. Lass mich mal raten. Ja. Du verstärkst natürlich oder vergrößerst auch alle Fehler, oder? Also CAs und alle möglichen Fehler des Objektives, Unschärfen werden größer. Ja, weil natürlich ist es klar, also die ursprüngliche Unschärfe, das ist wie die alte Geschichte. Ich habe eine Aufnahme, ich mache sie auf 9x13. Das kennt man ja früher, seine Urlaubsfotos, die hat man auf 9x13 gemacht. Und die waren super, die waren rattenscharf. Und dann hat man gesagt, und da habe ich so ein paar richtig coole. Und da mache ich mir jetzt so ein 30-40 Poster. Dann kam dieses 30-40 Poster an. Du hast einen Haufen Geld dafür ausgegeben, das kam an und du guckst es an. Und was stinksauer auf dieses blöde Fotolabor, weil die dir dieses Poster versaut haben, weil das war ja unscharf. Mhm. Ich meine, dass du mit dem Vergrößern des Bildes und den danach näher rangehen natürlich, das haben wir auch nicht vergessen, man guckt dieses Poster ja dann auch nicht so an. Dass du alle Fehler, die da drin sind, auch mit vergrößerst und dass Fehler, die du vorher nicht gesehen hast, dann auf einmal sichtbar sind, klar. Anderer Nachteil sind nochmal drei Linsenelemente. Ja, es kommen natürlich auch nochmal, in dem Fall sind es jetzt drei, in Wirklichkeit haben die zwischen 5 und 8. 5 und 8? Ja. Gesamte Objektiv 10 hat oder so. Ja. Ja, das ist ja fast die doppelte Anzahl an Glas, an Glaselementen, die dann mit drin stecken. Also ein guter Konverter. Es gab früher auch Dreifachkonverter oder heute gibt es wahrscheinlich immer noch so ein paar Billigmeier, die das auch noch mit 3 Linsen machen, aber das sieht dann wirklich nicht gut aus. Es gibt zwischen 5 bis 8 Linsige. Ganz berühmt ist gewesen Tokina, der sogenannte TC5. Das steht für Telekonverter 5, 5-elementig. Oder TC7, Telekonverter 7, 7-elementiger Telekonverter. Du hast doch gesagt, jedes Glaselement, du hast gesagt, jeder Übergang von Strahlen in, wie hast du gesagt, Luftglas oder sowas? Ne? Jede Luftglastrennung verringert die Qualität oder könnte oder kann zu irgendwelchen Problemen sorgen. Ja. Das ist aber echt krass für 7 Elemente. Das ist ein Konverter macht das Bild nicht besser. Deutlich schlechter, oder?
Das ist jetzt die große Frage. Also erstmal ist es so, er hat ein paar, ich gehe noch mal ein bisschen mehr auf die praktischen Konsequenzen ein. Es muss eigentlich mal klar sein. Also einfach ganz logisch vom Bauchgefühl her. Durch so ein Objektiv kommt eine gewisse Menge Licht. Wenn ich jetzt die gleiche Menge Licht nicht auf so eine Fläche abbilde, sondern auf so eine Fläche, was passiert dann mit der Helligkeit vom Bild? Wird schwächer. Wird dunkler. Das ist der Grund, warum ein Konverter Licht kostet. Mhm. Das ist die Sache mit der Apertur. Und zwar, der Konverter kostet mindestens die doppelte Anzahl, oder das, nein, den, er kostet den Verlängerungsfaktor im Quadrat. Mhm. Also ein 1,4-fach Konverter kostet 1,4 im Quadrat, also macht Faktor 2, also macht die nächsthöhere. Ein Zweifachkonverter macht 2x2. Macht 2x2. Da kommt noch ein Viertel vom Licht an, kostet 2 Blendenstufen. Das ist das. Also 1,4-fach kostet eine Blendenstufe, zweifach kostet 2 Blendenstufen. Jetzt habe ich eine ganz kurze Frage. Wenn ich den Telekonverter dran mache, dann hat mein Objektiv nur noch, wenn an der Kamera, da kann ich keine 2,8 mehr einstellen, sondern kann ich nur noch Blende 5, 6 einstellen. Wenn du ein intelligentes System hast, bei dem der Konverter in die Daten der Blendenübertragung eingreift und das entsprechend an die Kamera weitermeldet. Das heißt, das Objektiv wäre, wenn er intelligent ist, großoffen, hätte die volle Blendenöffnung wie 2,8, aber er würde der Kamera sagen, eigentlich entspricht es 5,6. Nee, es entspricht auch der Schärfentiefe 5,6. Das ist tatsächlich die Apertur. Ja, ich weiß, aber sozusagen die Öffnung in sich im Objektiv entspricht dem, was man eigentlich bei 2,8 ohne Telekonverter hätte. Das heißt, die wird kleiner. Das ist, wenn du den Konverter drauf tust, das ist ja das. Ich habe gesagt, die Apertur ist ja quasi das Fenster, in das du guckst. Wenn du ein Objektiv hast, da siehst du so eine Linse, dann tust du einen Konverter davor und dann wird das Fenster kleiner. Okay. Kannst du ausprobieren. Es entspricht also wirklich der 5,6. Es ist tatsächlich eine Aperturänderung. Okay, ja. Interessant. Ja. Also von der Seite her, also er kostet mindestens so viel Licht und er kostet noch ein bisschen mehr, weil er selber ja auch nochmal was schluckt. Er verdoppelt oder er halbiert mindestens die Auflösung, die vorhandene, und packt noch seine eigenen Fehler mit dazu. Halt Auflösung nicht im Sinne von Kameraauflösung, sondern Objektivauflösung. Sondern Qualität, optische Auflösung. Ja. Okay. Und jetzt sind wir an dem, also gleich mal so ein paar Sachen. Also warum? Dann hast du natürlich längere Verschlusszeit. Vorhin haben wir den Phasen-AF natürlich besprochen. Wenn du einen Phasen-AF hast, so einen AF-Sensor, der arbeitet bis Blende 4. Jetzt hast du ein Objektiv mit Blende 2,8, ein Tele mit 2,8. Zweierkonverter wird zu 5,6. Wird 5,6. Dann hast du ein Problem, dass dein Phasen-AF unter Umständen schon nicht mehr richtig arbeitet. Also so ein Konverter hat ganz, ganz viele Konsequenzen. Jetzt, wozu ein Konverter? Also ich bin schon ein Freund von Konvertern, aber nur dort, wo es so wenig wie nötig und dort, wo es sinnvoll ist. Also nicht einfach mal so als Bequemlichkeitserweiterung. Ich habe was ganz Interessantes gehabt. Ich habe jetzt einen Objektivtest gehabt, der müsste eigentlich jetzt schon in der Veröffentlichung sein. Da habe ich diese Zooms von Canon und Nikon getestet. Diese 4.0er, 200 bis 400 von Canon oder 180 von 400 von Nikon, die diesen fest eingebauten, diesen einschwenkbaren 1,4-fach-Konverter haben. Genau, zum Zuklicken. Ja, ich will nicht zu viel vorgreifen, aber tatsächlich halte ich diesen Konverter nur in der allerlängsten Brennweite für sinnvoll. Aber ich will die Ergebnisse nicht sagen. Aus jetzt optisch messbarer, physikalischer Art. Und auch aus praktischen Gründen. Ich meine, wieso soll ich mir ein Objektiv, das von 200 bis 400 Millimeter geht? Mit einem 1,4-fach-Konverter mache ich einen 280, 560 draus. Der überdeckt sich ja. Ja, genau. Wieso soll ich in dem Bereich, in dem es sich überschneidet, also wenn ich jetzt die Telefunktion habe, von 280 bis 400, wieso soll ich mir in dem Bereich von 280 bis 400 aus der Lichtstärke 4 eine 5,6 machen und aus der hohen Qualität des Basisobjektives eine reduzierte Qualität durch Zuschaltung des Konverters. Ist jetzt also auch, sprich, ich halte es für sinnfrei. Ist jetzt auch so eine Sache, zum Beispiel das 200mm 2.0, was ja mit dem 1,4-Konverter auf einen 300mm 2,8 kommt. Ja. Ich finde also ich habe es mal probiert, ich habe auch mal mit verschiedenen Konvertern gespielt. Ein 70-200 für 8, was ich kroppe, ist in der Praxis sehr viel schärfer, hat weniger Probleme beim Autofokus und vom Look her, die eine Blende, sieht man gar nicht so viel.
Wobei das mich jetzt wundert, weil ich meine, das ist eigentlich genau die prädestinierte Kombination. Denn ein 28, nee, es geht darum, ja, okay, jetzt sind wir wieder im digitalen Bereich, mhm, digital kroppen. Ich bin da, bei mir schlägt ja immer noch das analoge Herz, weil okay, ich schneide ja mein Dia nicht kleiner. Ja, okay. Das ist das. Aber generell ist es so, im Endeffekt ist das ist die Top-Kombination, weil ich meine, du sparst dir. Wenn du regelmäßig ein 28300 brauchst, hey, das 28300 des Nikon kostet 7.000 oder 8.000 Euro. Ja. Also das ist ein Haufen Geld. Da kann man schon den Tausender für den Konverter ausgeben oder was. Also für den Hochwert, ich weiß nicht. Oder ich, der kostet, glaube ich, keine 1.000. Kostet ja nicht mal. Also früher, echt, die hochwertigen Konverter von Nikon, die haben damals 1.000 Mark gekostet. Aber das war 1985 und so. Also du musst dir mal überlegen, was das heute für ein Geld wäre. Ja. Das ist der TC14. TC14? Ja, TC, muss mal gucken. Ja, TC14 E2, genau. Oh, nicht mehr erhältlich. Da wäre jetzt der TC14 E3 500 Euro, ein Schnäppchen. Das ist ein Schnäppchen. Okay, gut. Also, wir sehen ja zum Beispiel hier jetzt, der hat die komplette elektronische Übertragung. Also, um nochmal, eine Anfangsfrage, die ich noch nicht fertig beantwortet habe, war: Was passiert denn jetzt wirklich mit der Blende? Diese Systeme übertragen die Realblende. Also das heißt, wenn du den Konverter auf dein 200er drauf tust, wobei mal gucken, ob der für das 200er überhaupt geeignet ist. Ja, ist es. Es gibt nämlich Objektive durchaus, ich weiß, das alte 20-200, da war die Hinterlinse so nah, dass man sie sich kaputt gemacht hat. Ja, du brauchst ja dieses Reinschieben ins genau. Objektiv. Genau, ne? Deswegen haben die Konverter, da muss man auch gucken, die Konverter haben hier an dem Teil, der zum Objektiv kommt, die haben hier so eine richtige Gummimanschette drauf. Und das Objektiv kommt da innen rein, sozusagen, mhm, in den Konverter. Die dient dazu, wenn du könntest sowas ja zum Beispiel, also so ein echter Klassiker war das 1, ja guck mal, wo haben wir es denn, 1,285. Du hast so einen coolen Fundus an Objektiven da kann man das richtig gut zeigen. Jetzt guck mal, hier, das 1,285, da könnte ich ja sagen, also das ist doch echt prädestiniert. Das könnte man doch zum 300 mm ein 4.0 machen. Nee, daraus ein, also 1,2, das wären 1,8, 135. Oder 1, ja, das wäre wunderbar. Da käme der 1,4-fach-Konverter drauf. Der guckt da ein bisschen rein. Jetzt guck dir mal an, ja, was da hinten im Weg ist. Der Mund, da ist die Kamera. Da, also, das ist die so, Linse direkt. Die ist... Ja, also das geht gar nicht. Ja. Da stößt du an. Ja. Und also der ist mechanisch dafür schon gar nicht. Und damit du dir hier die Hinterlinse nicht sofort schrottest, ist da diese Gummimanschette drauf. Also, wenn ihr einen Konverter habt und ihr versucht, ihn an ein Objektiv anzusetzen und das federt irgendwie so, dann nicht so machen. Elastisch, das Problem bitte nicht dadurch lösen, indem man den Druck erhöht. dann normalerweise putzt man dann erstmal die Gummischmierer von seiner Hinterlinse weg. Aber nochmals, um auf das zurückzukommen, ich dachte mir auch, hey, jetzt hast du das Objektiv, holst du dir einen günstigen TK. Und machst du dann einfach eine Variabilität raus? Ja, eben keinen günstigen TK. Also günstig im Vergleich zum 300 mm 2.8. Okay. Ne? So wie du es gesagt hast. Selbst die 1.000 Euro sind ja im Grunde genommen günstig für das Objektiv, was bei hinten rauskommt. Ja. Und du warst nicht zufrieden? Nee, es hat wirklich Einschränkungen. Also ich bin wirklich der Meinung, als ich diesen Digital-Crop reingemacht habe, an der D810 war das damals, oder man hat auch visuell fast keinen Unterschied gesehen. Weil die im Telebereich sind die 2.8 zu 2.0. Mhm. Da muss schon sehr nah rangehen, damit das einen richtig krassen Unterschied gibt. Nee, du hast zwar 300 mm mit der längeren Brennweite, an sich eine geringere Schärfentiefe. Aber dadurch, dass du die 2.0 auf die 2.8 abblendest, gleicht sich das wieder aus. Ja, schärfentiefenmäßig tut sich bei Konverter nichts. Ich weiß, das ist ja. Ich denke, glauben ja viele. Ja, nee. Die sagen, damit machen sie sich mit der doppelten Brennweite. Machen sie sich stärkere Freisteller. Das funktioniert ja gerade nicht, weil du ja dementsprechend auch weiter abblendest. Das ist ja klar. Also es ist ja wie ein Crop bei einer MFT-Kamera, die hat ja auch Blende 1,2 und hat aber die respektive Schärfe von 2,5 oder so. Oder ja, oder also, sonst was. Jetzt muss man, ich kann nicht mehr so viel rechnen. 1,4 zu 2,8, sagen wir es so, Punkt. Okay. Die zeigt jetzt tatsächlich hinten auch die Blende an. Also da würde dein, selbst wenn du die Blende ganz aufmachst, beginnt es bei 2,8. Nur so ein kleiner Hinweis für unsere Vintage-Leute. Das ist dann wichtig, wenn du tatsächlich ein Handbelichtungsmesser hast oder wenn du irgendwelche Tabellen überträgst oder wenn du Sonne lacht. Also heute haben wir ISO 100, Blende 16 und ein 125.
also Erfahrungswert. Ja. Und dann musst du natürlich die reale Blende nehmen. Da darfst du nicht dann die Blende 16 am Objektiv einstellen, sondern wenn du einen Zweifachkonverter hast, du musst natürlich die Blende 8 am Objektiv einstellen, weil durch den Konverter wird ja ein 16 raus. Mhm. Genauso Leitzahl beim Blitzen, wenn also wirklich Leute gehen, also hier, wenn du mit der Studioblitzanlage, also Studioblitzanlage, da gehst du ja wirklich von der Leitzahl aus. Ich meine, da packst du ja, natürlich, jeder kontrolliert heutzutage digital nochmal nach, aber es gibt wirklich Leute, die machen sich vorher noch Gedanken drüber. Und da musst du natürlich gucken, dass du die richtige Blende überträgst und solche Geschichten. Also muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ansonsten... Was aber ganz kurz anders, was ich vielleicht auch untergegangen ist jetzt durch mein Einpappern, ist die Tatsache, dass du sagst, TK lohnt sich eigentlich nur am langen Ende, weil diese Überlappung, man kann ja mit einem 70-200 140 mm ganz ohne Telekonverter erreichen und muss nicht die 70 mm mit einem 2er Telekonverter auf 140 bringen, um dann nochmal zwei Blenden weniger Licht für den Fokus zu haben und im Endeffekt noch weniger Schärfe, weniger Unschärfe und alles. Also eigentlich kauft man sich wirklich nur, um einmal die Höchstbrennweite zu verdoppeln oder in den Bereich zu gehen, wo halt die man vorher nicht erreicht hat, also um diese Brennweitenerweiterung. Genau. Um die geht es an sich. Und da wäre ich halt auch, da muss man ein paar Sachen jetzt gucken. Es gibt zum Beispiel das Sigma 120-300-28. Mhm. Das hat vom Basisobjektiv eine richtig ordentliche Lichtstärke mit 2,8. Also Respekt, muss man wirklich sagen. Das ist ja schon eine Granate. Und wenn ich da einen 1-4-fach-Konverter habe, dann habe ich einen 4-0er. Wenn ich jetzt diese sehr beliebten Objektive habe, 4,5, 150 bis 600 und so. Ich meine, wenn ich da natürlich einen Zweifachkonverter draufsetze, mein lieber Schwan, da bist du auch bei dem Wetter in ganz schön hohen ISO-Werten. Ich habe das mal gemerkt, ich habe mal mit dem Sigma 800 mm 5,6 fotografiert. Ja. Und das habe ich dann auch noch an der Crop-Kamera fotografiert. Ja. Und ich hatte dann irgendwie, keine Ahnung, die 1200, 1300 mm. Ja. Und es war kein richtig krasser Sonnentag, sondern es war so ein diesiger Tag. Ja, ja, ja. Und unter einer 2000stel musstest du im Endeffekt gar nicht rangehen. Und auch vom Stativ. Ja, und die 2000stel zu erreichen in dem diesigen Wetter mit 5,6 ist, ist ja nur ein 5,6er. Das ist ja nicht mal. Und du denkst echt, du bist am helllichten Tag bei ISO 800 oder ich war bei ISO 1600. Pass mal auf, das ist ganz einfach. Pass mal auf, das ist ja ganz einfach. Ein heller Tag hat Lichtwert 13. Mhm. Pass mal auf, 5,6. Zählen wir mal die Lichtwerte ab. Lass uns das mitschreiben. Sonst, echt? Ja. Also ich finde das, sagen wir es so, das ist nur für unsere Zuschauer. Ja, ja, jetzt pass mal auf. Jetzt zeige ich euch mal was. Also, eine Sekunde bei Blende 1 ist Lichtwert 0. Lichtwert 0. Also, jetzt, wenn ich auf eine halbe Sekunde, jetzt machen wir erstmal die Blenden, die wir haben. Von Blende 1 auf 1, Blende 1,4. Lichtwert 1, ein Lichtwert. 2,8, 4, 5, 6. Mhm. Ich habe schon 5 Lichtwerte verbraucht, nur um auf die Blende 5,6 zu kommen. Jetzt gucken wir mal. Halbe Sekunde, Viertelsekunde, Achtel, Fünfzehntel, Dreißigstel, Sechzigstel, 125stel, 250stel. Also mit Lichtwert 13, also das, was bei ISO 100 da draußen an Licht ist. An einem hellen. Heute, hier ist richtig Sonne. Komme ich auf 250stel. Sprich, wenn ich jetzt weitergehen möchte, muss ich die ISO-Werte erhöhen. Also ISO 200, ein 500stel. 500stel. ISO 400, ein 1000stel, ISO 800, ein 2000stel. Also ich muss bei offener Blende und auf ISO 800 gehen an einem Sommertag mit strahlendem Licht. Also es macht sich manchmal schon bezahlt, wenn man so die alten Regeln so ein bisschen beachtet, dass man es mal abschätzt. Und jetzt packe ich da noch einen Telekonverter drauf, dann wird daraus Blende 11. Dann bin ich schon bei ISO 1600, bin ich bei ISO 3200. Jetzt wird aber aus dem 800 ein 1600er. Das heißt, ich brauche kein 2000stel mehr. Da muss ich mal gucken, dass ich aufs 4000stel oder auf 8000stel komme. Und jetzt nehmen wir noch mal so eine kleine Wolke vor die Sonne. Ja. Oder was ich das Problem hatte, diese blöden Tiere sind immer so ein bisschen in den Schatten gegangen. Das ist halt einfach, also, das ist vorbei. Zu den Träumen von den langen Fotografien. Also, und ich meine, heute ist das ja machbar. Heute können ja die Kameras
bei diesen solchen ISO-Werten Ergebnisse liefern, ja, von denen haben wir ja nur geträumt. Aber es ist schon ein bisschen perfide, irgendwo im Sonnenlicht zu stehen und mit 1600 ISO zu fotografieren. Bei offener Blende. Man kriegt einen Sonnenbrand im Nacken und ist bei 1600 ISO. Und ja. Man fühlt sich irgendwie einfach, das fühlt sich nur falsch an. Einfach so falsch. Ja, also so viel. Und ich meine, das ist über was wir heute gesprochen haben. Wenn ich ein 150-600 habe, das, ich glaube, die 6,3 enden die, glaube ich. Ja, dann bin ich bei Blende 13. Also über das reden wir hier gerade. Da kannst du aber auch gar keinen Autofokus mehr haben, oder? Kontrastautofokus. Also das ist schon... Du brauchst aber viel Zeit und vor allem das Problem, das du da natürlich beim Autofokus hast, ist, das vibriert ja dermaßen und wenn dein Bild vibriert, dann wandern ja die Strukturen für deinen Kontrast so, AF auch das weg. Vibrieren. Der findet das ja auch. Also das ist schon... Da bist du tatsächlich mit Mattscheibe und manuellem Fokussieren besser dran, als wenn du dich auf irgendeinen AF verlässt. Und darf man aber auch nicht vergessen, dann bist du wieder an dem Punkt, wir haben einen helllichten Tag. Ich meine, ich finde das ja wunderbar. Dann tun wir uns wieder die schwarze Decke über den Kopf, während wir durch die Kamera gucken, weil bei Blende 13 ist der Sucher so dunkel. Leute, da erlebt ihr mal, was für uns früher Alltag war. Okay. So viel zu Telekonvertern. Jetzt hat, glaube ich, keiner mehr. Jetzt machen wir den. Nein, es macht schon Spaß. Es macht schon Spaß, aber man sollte es also mit Lichtstarken verbinden und auch lieber den 1-4-fach-Konverter als dann den 2-fach. Also wenn man aus dem 70-200 ein bisschen länger machen möchte, um den Sohnemann auf dem Feld im Sonnenlicht zu spielen, mal doch ein bisschen mit 300 oder mit 400 mm zu fotografieren, dann macht das definitiv noch Sinn. Vor allem, wenn man die Preise von solchen ganz krassen Objektiven anguckt. Und das Gewicht. Geh mal mit zwei Teleobjektiven in die Berge. Da verstehe ich zum Beispiel auch nicht, warum die Leute nicht mehr mit MFT fotografieren. Weil das ist natürlich... Also wir waren jetzt unterwegs, wir haben dieses 100-400 Leica, weil... Ja, das ist ein 100-400 Objektiv, was ein 200-800 ist, mit Blende 5-6 im langen Ende. Ja. Geil, wir haben da Motive aufgenommen in Neuseeland oder generell, nee, Neuseeland hatten wir nicht dabei, wir hatten es dabei in, wo war's? Kanarische Inseln. Alter, haben wir Motive aufgenommen, das kann man sich nicht vorstellen, das Ding ist einfach nur... So. Was kostet das Objektiv? 1200, 1300 Euro. Ja, das ist das Doppelte von dem Konverter. Aber nichtsdestotrotz... Ja. Das ist der Hammer von der Größe. Ja, da legst du jetzt noch eine Kamera, da legst du jetzt noch den Body dazu und dann bist du beim Viertel von dem, was ein entsprechendes Teleobjektiv im Vollformat kostet. Ja. Und das ist vielleicht sogar noch angenehmer zu fotografieren, weil der Autofokus funktioniert bei diesem Blende 5.6, 800 mm Blende 5.6 effektiv. Man darf eins nicht vergessen, die Basisobjektive sind ja entsprechend ausgelegt. Mhm. Das ist das. Und jetzt sind wir nicht bei dem Punkt, ein Konverter sollte auch immer auf einen Brennweitenbereich abgestimmt sein. Wir haben ja diese Frage nach dem aktiven Konverter. Ob ich einen Konverter ein bisschen... Also es gab bei Nikon die TC200 und die TC300 Serie. TC200, TC201, das war für Objektive bis 200 mm. Mhm. Und die TC300 Serie war für Objektive ab 300 mm. Krass, die haben unterschieden zwischen den Brennweiten. Ja. Und also das waren... Pass mal, oh, guck mal, Foto, damit sich mal einen Gedanken machen. Wir haben hier einen heutigen Konverter gesehen. Gib mal ein TC301. TC-301. Boah, das macht gut. TC301. Nee, 301, da muss ein Bindestrich dazwischen rein. Ah, da haben wir schon Fotos gehabt. Entschuldigung. Ja. Wollte ich nicht. Ja, guck mal hier. Boah, das ist aber ein langes Ding. Ja, schaut euch mal das an, was das für ein Konverter war. Ja, das ist mal. Ja. Das ist mal ein da muss man auch auf die Hinterlinse aufpassen. Also das ragt ins Objektiv rein. Einfach den Anpressdruck erhöhen. Okay. Gut. Also nachdem ich jetzt wie komme ich auf die Tafel? Da unten, ja, dieses Zeichenstift. Das da. Das. Meine. Okay. Jetzt, nachdem ich ja diese neue Prägung erwähnt habe, dass ein Konverter eigentlich ein Bildkreis weiter ist, kann man jetzt natürlich auch den Spieß mal umdrehen. Das war früher natürlich kein Thema, weil wir ja immer nur ein Format hatten, also Kleinbild. Aber heute haben wir ja andere Sensoren. Man könnte ja heute den Spieß umdrehen und könnte sagen, wenn ich ein Objektiv habe, hier, machen wir wieder hier ein schönes Teleobjektiv, hier irgendwas hier dazwischen. So, und dieses Objektiv macht einen so großen Bildkreis. Ich packe da hinten aber nur so einen kleinen Sensor rein. Warum gehe ich da nicht her
und mache jetzt hier was anderes. Also vorhin habe ich zwei konkave und eine konvexe gemacht. Jetzt mache ich mal zwei Sammellinsen und eine Streulinse. Also das macht das alles ein bisschen kleiner. Boah, wie einfach warum, du diese Sachen zeichnest. Ich muss immer die Strahlen mitgehen, damit ich überhaupt rauskomme. Warum mache ich, warum mache ich jetzt nicht was, was mit diesem Bildkreis zusammenschrumpft? Jetzt haben wir nämlich genau das Gegenteil. Jetzt haben wir nämlich die Lichtmenge, die vorher auf einer großen Fläche war, die bündle ich jetzt auf eine kleine. Das heißt, das Ding wird heller, die Apertur wird mehr. Und jetzt sind wir auch bei dem Grund, warum die Speed Booster heißen. Ja, die Logik, die ich, wie ich sie verstanden habe, wir haben hier einen sogar von No-Name von Wildrox. Wildrox. Also was ich jetzt hier im Endeffekt verstanden habe, ich kann jetzt mal sagen. Ich habe das gesehen, dass da der... Da ist so eine praktische Lagerspalte in dieser Palette. Ja, also, okay. So wie ich das verstanden habe, ist die Rechnung wie folgt. Also, dieses Ding ist ein 0,71 Redukteur. Ja, genau. Bedeutet, wenn ich ein 50 mm von mir aus Blende 2.8 Objektiv habe, ja, dann macht er die Brennweite sozusagen um mal 0,75. Ja, das sind 35 mm. Genau, die sozusagen, die wird auf 35 mm. Da sich die Blendenöffnung nicht geändert hat und die Blende ja im Endeffekt ein Verhältnis ist, 1:2.8 ist es ja, oder? Ja, das wäre aber dann kein, dann wird das Ding aber nicht heller werden. Nee, tatsächlich ist es so, aus der 2,8 wird eine 2,0. Ich weiß. Aber ist es nicht das Verhältnis, dass die Öffnung gleich bleibt, aber die Brennweite schrumpft und deswegen wird 1:2.0 draus im Rechnerischen? Nee. Und zwar ist es folgendermaßen. Das ist jetzt interessant. Schau her. Wir machen es einfach, halt nochmal ganz kurz. Ja. Das ist ja das Schöne. Also, alles erstmal weg, was Martin hat. Guck mal. Okay. Das ist der ursprüngliche Bereich. Jetzt, hier ist die Linse. Jetzt habe ich hier ein Strahlenbüschel. Nochmal zurück. Ja, ist wurscht. Ein Strahlenbündel, das ist so groß. Wenn ich das Ganze hier, ich mache ja im Endeffekt Folgendes. Ich muss es ein bisschen komplexer machen. Ich packe hier erstmal eine Streulinse rein. Diese Streulinse sorgt dafür, dass das Licht hier erstmal gerade ist. Dann packe ich hier eine Sammellinse rein. Und diese Sammellinse sorgt dann dafür, dass das hier mehr gebündelt wird. Und dass auch insgesamt das hier alles zusammengezogen wird hier. Und jetzt ist es so, das hier, dieser rote Winkel, das hier ist die Blende, jetzt in dem Fall 1:2.8. Also was heißt denn 1:2.8? 1:2, oder machen wir es einfacher, Entschuldigung. Machen wir, wurscht, 1:2. Was heißt denn 1:2? 1:2 heißt, wenn ich mich hier um einen Millimeter, wenn ich um einen Millimeter daneben fokussiere, dann ist der Unschärfekreis einen halben Millimeter dick. Rechnet sich dieses Verhältnis mit Unschärfekreis? Ja. Weil ich habe gedacht, das ist Brennweite durch... Nee, das ist die Apertur. Das, was du meinst, das ist das der jetzt, einfache ich, der Einsatz. Nee, welchen Linsendurchmesser brauche ich denn überhaupt, um eine Lichtstärke erreichen zu können? Okay, das ist der reduzierte Ansatz. Das, was du machst, ist die Voraussetzung, aber das ist der tatsächliche Effekt. Boah, können wir darüber gleich nochmal ein Video machen? Weil ich glaube, das... Tito? Das haben wir aber in der ersten Staffel hatten wir das aber, glaube ich. Ich glaube nicht so ganz, weil das, also es ist vielleicht peinlich, dass ich 15 Jahre fotografiere oder 12 Jahre fotografiere und das Ding nicht, okay, hey, machen. Martin, das hat keiner kapiert. Okay, aber das schockt mich jetzt so ein bisschen bei den Grundfesten. Ja. Okay, ich hab's, glaube ich, kapiert. Ja. 1 Millimeter nach hinten. Ja. Und jetzt haben wir hier was, guck mal. Jetzt haben wir, nehmen wir ein Zweifachteil. Sag mal, das Ding wäre wirklich 0,5-fach, so ein richtiges Monster. Also das Gegenstück zum Zweifachkonverter, das wäre jetzt der Halbfachkonverter. Der 0,5-fachkonverter. Ja. Dann hätte man nämlich Folgendes, dann würde aus dieser Lichtstärke 1:2, würde die Lichtstärke 1:1 werden. 1:1. Das heißt, wenn ich hier um einen Millimeter verschiebe, dann wird die Unschärfe sofort um 1 Millimeter größer. Und was heißt denn, wenn ich
hier hinten, wenn ich hier hinten was verändere und es wird unscharf, was bedeutet das? Das bedeutet, wenn ich es hier lasse, ja, und ich habe hier eine Person. Ich habe hier eine Person. Und da ist ein Millimeter dahinter. Ich bewege mich hier ein bisschen daneben. Dann wird das auch sofort unscharf. Genau. Das ist die Schärfentiefe. Also wenn ich hier hinten viel Toleranz habe, schaut mal beim Roten, da habe ich mehr Toleranz, bevor ich in die kritische Unschärfe komme. Das heißt, ich habe analog hier vorne auch mehr Toleranz. Das heißt, ich habe hier mehr Schärfentiefe. In der ersten Reihe haben wir gelernt, dass sozusagen je enger die Winkel werden, die Eintrittswinkel werden, umso weniger kritisch zeigt sich dieser Streuwirkung hinter und vor dem Sensor. Genau, und daraus resultiert dann die größere Schärfentiefe beziehungsweise das geringere Freistellen. Genau. Ja. Und bei einer Blende von 1:1, die wäre deswegen so krass, weil wenn ich jetzt 1 Millimeter hinter der fokussierten Schärfe sozusagen bin, habe ich schon eine sichtbare... Ja. Okay, krass. Ja, also du kannst auch mit dem Ding anders freistellen. Ja, ja, das ist ja der Punkt. Also wir verwenden es hier mit dem 18-35 und dem 50-100 von Sigma. Das ist ja ein APS-C-Objektiv. Mhm, ja. Hat also dann sozusagen 1,5-fach Bildkreis über dem, was ich mit mit MFT brauche. Und der Konverter ist 0,71. Heißt also, er nimmt genau dieses, was das APS-C-Format mehr braucht, biegt er runter auf den MFT-Sensor. Also wenn du den gleichen Abstand hältst, würdest du mehr freistellen. Man muss natürlich dann wieder allerdings aufpassen, nachdem du ein stärkeres Weitwinkel hast, müsstest du auch wieder näher rangehen. Ja, ja. Und damit egalisiert sich das wieder. Das heißt, wir haben jetzt nur fürs Maßstabsgleiche freistellen, bringt dann nichts, weil da haben wir den gleichen Effekt wie mit dem Telekonverter. Ja. Aber, die MFT-Kamera stellt mehr frei. Ja. Als sie sozusagen mit dem 1,8er einfach so freigestellt hätte. Ja, ja. Das ist ganz klar. Das tut sie ja. Ja. Und sie stellt aber nicht mehr frei als die APS-C-Kamera mit der 1,8er Blende. Ja, also genau. die absolute Freistellung, wenn man alles im System gleich hält, verändert sich nicht. Nur wenn man sozusagen unfair vergleicht. Das heißt also, die 1,1 jetzt, was ich erreichen kann mit MFT, gegen die 1,8 bei MFT, was ja also logisch ist. Man muss auch noch einen Maßstab mit reinbringen, sodass du, wenn du gleich Ich weiß, es ist hochkompliziert. Da müssen wir drei Sachen beachten. Ich würde es nicht fürs Freistellen verwenden, ich würde es hauptsächlich für die Geschwindigkeit, für die zusätzliche, du hast Speedmaster. Ja, ich weiß, aber wir... Also ihr nehmt es hauptsächlich zum Freistellen. Ja, wir filmen ja sehr viel mit damit. Ja. Und filmen machen wir immer mit dem 1/30. Das heißt, wir haben immer so viel Licht. Wir nutzen es nicht, ganz im Gegenteil, das nervt uns tierisch, weil wir haben extrem viel Licht. Ich meine, wir filmen dann mit Blende 1,1. Ja. Wir haben immer 6 Blenden Graufilter dann davor. Das muss ich echt überlegen. Du veränderst, genau, und das ist der Punkt, du veränderst ja auch noch die Sensorgröße. Das ist der Grund, warum der Konverter bringt nichts. Der Telekonverter bringt nichts, weil du ja den Sensor gleich lässt. Aber hier verringerst du ja auch nochmal zusätzlich die Sensorgröße. Und deswegen muss es vom Freistellen her schon was bringen. Boah. Also es ist hochkompliziert. Ja. Was ich dir sagen kann ist, und das würde ich jetzt gerne mal überprüfen lassen von dir, es ist schon derbe Einschränken. Also eigentlich müsste es doch, Moment mal. Du hast gesagt, der Telekonverter, der vergrößert die Fehler. Eigentlich müsste doch dieses Ding Fehler verringern. Theoretisch ja, wenn er selber keine hat. Theoretisch ja. Wenn er selber keine hat. Du hast vorhin, also wir müssen jetzt eine Sache, also wir faken das jetzt nicht, sondern vorhin hatte Martin gesagt, naja, guck mal, ich meine, da ist ja nur eine Linse drin. Darf ich nochmal haben? Ja. Spiel das mal schnell nach, was du vorhin so gesagt hast. Also ich hab reingeguckt und habe gedacht, ich sehe einen Rand und danach sehe ich gar nichts mehr, würde ich also jetzt mal sagen, zwei Linsen. Oder eigentlich sieht es wie eine aus, also eine gekittete Linse hätte ich jetzt gesagt. Da gibt es fürs geschulte Auge so den Trick, ich brauche nach Möglichkeit eine ganz charakteristische Lichtquelle. Das ist hier wir haben hier so eine Kugellichtquelle, so einen runden Ball, den kann ich von den Fenstern und von allem her sehr gut unterscheiden. Dann schaue ich möglichst senkrecht rein, dass das hinter mir ist und dann gucke ich mal, wie oft und in welchen verschiedenen Farben sehe ich jetzt die Spiegelung von dem Teil? Weil das innen drin immer hin und her flitzt. Nicht, weil das hin und her flitzt, sondern weil das eigentlich einmal reflektiert wird. Also wie viel Hauptspiegelung habe ich? Und da sehe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hauptspiegelungen. Dann sehe ich noch 2 ganz zarte. Diese ganz zarten können entweder eine Spiegelung zweiter Ordnung sein, dann muss man sie weglassen, oder
Sie können eine Spiegelung an einer Kittstelle sein, also wo zwei einzelne Linsen zu einer Gruppe zusammengeklebt sind, dann würde ich sie sogar doppelt zählen. Aber es sind also mindestens 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es ist mindestens ein 3-Linser. Also ich würde sagen, dass es ein 4- oder ein 5-Linser ist. Also an jedem, also die Front- und die Rückseite einer Linse reflektiert es dann. Das heißt, ja, du hast 6 gezählt, also mindestens 3. Sind es mindestens 3. Und du gehst davon aus, dass du eine oder zwei nicht siehst. Gekittete Stellen habe, ja. Gekittete Stellen hast. Ja. Das heißt, ein 5 Linsen da 4 drin. 4 oder 5 Linsen. Ja, ja, klar. Okay. Das ist so. Und ich meine, es sieht mir auch ein bisschen, asphärischer aus, wobei das wäre natürlich dann schon sehr toll. Glaube ich fast gar nicht. Also das Ding ist auch unfassbar günstig. Also das jetzt, wir machen gerade einen Test, weil wir wollen die im Endeffekt mal durchchecken. Das hier hat, glaube ich, gekostet 160 Euro. Ja, wobei Glas ist nicht so teuer, Mechanik ist teuer. Und da ist keine Mechanik drin, nur elektronische Übertragung. Ne? Und die Mechanik ist auch nicht mal richtig mattiert und so, obwohl da vorne geht's. Ja, also wie gesagt, das ist eine ganz heikle Angelegenheit, denn diese optischen Rechnungen, also gerade also im langen Bereich, die Teleobjektive, haben wir ja gesagt, bei Nikon, es gibt die 200er und 300er, das kann man noch so einigermaßen, also diese ganzen 300, diese ganzen langen Objektive sind sich sehr, sehr ähnlich. Und deswegen kann man so einen Adapter, so einen Konverter vom Strahlengang schon relativ gut optimieren. Das sieht beim Zoom-Objektiv schon ganz anders aus. Also früher hat man weil immer die gesagt, Rücklinse wegfährt und ja, umfährt. Während des Zoomens dieser Strahlengang schon deutlich variiert. Also man hat immer gesagt, Konverter eigentlich nicht auf dem Zoom wegen der Qualität, weil sich der Konverter gar nicht richtig drauf rechnen lässt. Und was wir jetzt hier haben, ein Zoom-Objektiv und noch dazu kürzere Brennweiten. Also bei kürzeren Brennweiten ändern sich diese, 18-35, da variieren diese Strahlengänge so abartig. Also dieses System kann nicht optimiert sein. Warum das für dich nicht dramatisch ist, liegt einfach daran, du hast gesagt, du filmst in 4K. Ja. Ja, okay, gut. Ich meine, 4K ist ja nur was anderes als diese 20 Megapixel, absolut, die man im Fotobereich hat. Das sind 8. Ja. Probier mal, wie das Ganze, mach mal Fotos damit. Also ich habe auch schon Fotos damit gemacht. Ich bin jetzt der Meinung, Autofokus ist jetzt nicht so das Allergeilste dadurch. Und selbst wenn man manuell fokussiert über Focus Peaking und dergleichen, man hat extremste CAs und Farbverschiebungen, also Farbsäume. Und du würdest sagen, glaube ich, Farblängsfehler. Ja, also alles, was unkritisch ist für ein Bild. Ja, das nennt sich dann Style oder Bokeh oder Look, Vintage Look. Also, hast du jetzt schon die Kosten für 3 Zusatzfunktionen von irgendwelchen bezahlbaren Apps für Photoshop oder was? Also warum wir das im Endeffekt einsetzen, ist ganz simpel gesagt, weil diese MFT-Sensoren eigentlich für uns so die besten Produktionskameras sind, die es in 4K für uns gibt. Okay. Und die haben aber einfach, wie alle MFT-Kameras, den ganz krassen Nachteil, dass sie halt, was diesen Look betrifft, was diesen Vollformat-Look betrifft, selbst mit Blende 1.2 oder 1.4 Objektiven halt nicht ins Maximum gehen. Mhm. Und gerade bei szenischen Filmen, also wir nutzen die jetzt nicht, wenn wir irgendwie eine, also du siehst ja selber gerade, wir haben keine Adapter drauf. Mhm. Hier brauchen wir bloß unsere beiden hübschen Gesichter in scharf. Aber wenn es darum geht, irgendwie so flarig, szenisch, ambientische Sachen zu machen, und vor allem auch sehr Variabilität ankommt. Also 18-35, wo man auch ein bisschen nicht weiß, welche Brennweite man wirklich braucht, finden wir. Also ich finde die wahnsinnig grandios. Ist aber vielleicht wieder so ein Beispiel, wo man sagt, okay, die Theorie, die Optik ist manchmal dem Einsatz im Endeffekt unterlegen. Weißt du, was ich so schön finde? Ist alles schon mal da gewesen. Mir fällt sofort ein. Guck dir mal in Ruhe an. Vielleicht findest du auf YouTube ein bisschen was. Hamilton, die blaue Lagune. Kenn ich. Ja. Ja, klar. Unerträglich. Findest du? Ach was. Hey, hör mal, da war ich, glaube ich, 14 oder 15. Damals galt das als Softporno und es lief im Kino. Damals galt das als Softporno. Und die Bravo hat diese Schauspielerin, die 10 cm größer war wie der Schauspieler und sie immer in Rinnen laufen musste am Strand, damit sie ihn nicht überragt und alles und so weiter. Und wir haben alle haben in diesem völlig butterweichen, völlig verstrahlt, überstrahlten, weichen Hamilton-Effekt dann fotografiert. Gab's einen Hamilton-Effekt dadurch? Ja, das nannte man Hamilton-Effekt dann sogar. Von die blaue Lagune? Ja, das hat inspiriert damals. Echt? Das hat die Fotowelt damals, ich glaube, das war Ende der 70er, das war
Also wenn du das heute anschaust, muss ich kurz loswerden, die Anekdote. Mein älterer Sohn ist 10 Jahre alt und ich habe ihm vorgestellt, also meine Frau und ich haben von den 80er Jahren vorgeschwärmt und da von den lustigen Videos. Und dann haben wir uns von Duran Duran Wild Boys angeschaut. Und müsst ihr echt mal gucken, es ist schon ein sehr schräger, skurril. Hey, das ist 80er geil. Jahre at its worst. Und, nein. Und mein 10-Jähriger stand davor da, guckt sich das an, mein 12-Jähriger daneben. Und dann sagt er so, nee, Papa, nee. Und ich so, was? Und er so, nee, hey, so scheiße kann deine Jugend nicht gewesen sein. Also, sagt dieser 10-jährige Furz da zu mir. Und meine Frau und ich haben echt gedacht, das gibt's nicht. Wir haben gedacht, wir zeigen ihm jetzt ein tolles Musikvideo. Und er feiert es voll. Und er so, nee, so scheiße kann das nicht. Also, Hamilton. Kindermund tut Wahrheit kunden. Ich danke. Nein, nein. Ja, wir müssen, glaube ich, uns alle so ein bisschen was Sachen anhören. Ich habe auch letztens... wir haben Musik gehört beim Fotoshooting, dann kommt das Model her und sagt, ja super, ihr Papa hört auch immer diese Oldtimer, diese Oldies. Und wir dachten so, Moment, das sind Backstreet Boys. Und es war so Sachen, wo wir dachten so, okay, alles klar, Oldies. Aber nochmal zurück auf den Speedbooster. Also wir haben jetzt festgestellt, sowohl der Telekonverter als auch der Speedbooster sind de facto Vergewaltigungen, optische Vergewaltigungen, müssen sie sein, weil sonst funktionieren die gar nicht. Selbst die Telekonverter, die hochqualitativen Telekonverter von Nikon, funktionieren am besten, wenn es ganz spezielle Brennweiten, ganz spezielle Objektive und ganz spezielle Telekonverter sind. Und selbst dann haben sie Einschränkungen, oder? Es gibt Kombinationen, die sind so gut, da haben die Grundobjektive so viele Reserven und die Konverter sind so gut, dass die Einschränkungen nicht relevant sind und dass die Vorteile ganz klar überwiegen. Aber es ist kein Allheilmittel und um Gottes Willen, es ist nicht mal auf die Schnelle viel Geld gespart und also es ist keine echte Alternative zum reinen, vollwertigen Objektiv. Das sage ich aber schon immer. Also das ist genauso wie diese lichtstarken Super-Tele-Objektive, die sind wunderbar. Und eine Lösung für alle die, die sich die entsprechenden Festbrennweiten 28-300, 28-400, 56-600 nicht leisten können oder gewichtstechnisch oder platztechnisch gar nicht antun wollen. Du meinst 150-600? Ja, genau. Das ist so. Also von der Seite her, das sind Spitzenobjektive. Es ist nur so, es ist kein 1:1 Ersatz. Und der Konverter ist kein 1:1 Ersatz. Und ich würde auf alle Fälle bei Konvertern, bevor ich mir sowas kaufe, wenn ich einen Zoom habe, vorher im Kollegenkreis nachfragen, ob ich ihn mir mal 1-2 Tage ausleihen kann. Also damit man nicht überzogene Erwartungen hat. Okay. Und das macht dir mehr Angst als der Telekonverter, oder? Also für dich ist das hochgefährlich? Nee, gefährlich ist das nicht. Das ist total spannend. Ich meine, ich lebe ja auch davon, dass was nichts taugt. Das war's schon wieder für heute mit der Objektivreihe 2.0 mit Anders Uschold und mir, dem Martin. Wenn's gefallen hat, dann schreibt es doch gerne. Schreibt es in die Kommentare, schreibt auch gerne direkt an mich oder an Anders, wahrscheinlich eher an Anders als an mich. Schreibt es ins Blog rein, kommuniziert. Im Grunde genommen wollen wir die Community damit befüttern und befüllen. Und natürlich, und das geben wir ganz offen zu, geht es auch damit um die Reichweite von Grolab Gerst. Ich würde mich also tierisch freuen, wenn der ein oder andere Beitrag ohne Anders, den wir schreiben, vielleicht auch ein bisschen Anerkennung findet. Es gibt im Blog ganz viel über Fotografie. Wer uns vielleicht noch nicht so kennt, einfach mal auf blog.grolab-gerst.com gucken oder auf unseren YouTube-Kanal. Oder aber dann, ganz spezielle Themen gibt es in Videotrainingsform bei uns im Store. Store. Jetzt kommt der Schwabe raus, gell? Ach so, und Workshops gibt es auch noch, gell? Gell? Die sind gar nicht schlecht. Und da rede ich auch gar ganz anders. Oh, ich kann das gar nicht mehr. Tschüss.